Diese Software enthält möglicherweise Produktplatzierungen und Werbung. Mal wieder. Toll. Und damit herzlich willkommen endlich zu meinem neuen Let's Play Projekt Splatoon 2. Mann, die Facecam fuckt mich ab, die stellt sich manchmal nicht scharf, egal, passt schon so. Und hier werde ich es auf jeden Fall splitten, online, sowohl offline. Wird hier das Let's Play erscheinen. Aber wir nehmen mal erstmal einen guten Inkling. Der wäre in dem Fall der Junge. Die Hautfarbe. Ja. Nehmen wir mal die, die scheint ganz gut zu sein. Aber wir lassen es mal bei dem Blau. Sieht eigentlich ganz nett aus. Trifrisur. Keine Ahnung. Ich finde die gegelten Haare einfach geil. Irgendwie, das ist Standard. Das sieht jetzt irgendwie nicht mehr so geil aus. Das ist irgendwie, naja, ein bisschen komisch. Und die Frisur geht eigentlich sogar noch so, oh, ja, mit einem Seitenscheitel und so. Die ist wirklich okay, außer diese eine Stelle da, die sieht ein bisschen komisch aus. Aber okay, gut. Aber das ist mein Favorite. Ich finde diese Frisur einfach richtig geil, so mit diesen gegelten Haaren. Aber gut, dann die Beinbekleidung. Ja, belassen wir es bei dem, haben wir bei der Splatoon World Premiere auch genauso gemacht, glaube ich. Ich belasse es dabei. Gefällt dir das so? Alles perfekt. Let's go. Aber zu guter Letzt fangen wir wieder mit dem Tutorial an, was wir jetzt schon zum dritten Mal machen. Yay, toll. Nintendo präsentiert Splatoon 2. Yay. Na, denkst du, das ist drauf? Bald kannst du zeigen, was du kannst. Aber nur zur Sicherheit. Fangen wir mit den Grundlagen an. Und ja, ihr seht es jetzt hier schon hier. Ich spiele mit dem Pro-Controller. Aber nicht nur ein Pro-Controller, sondern mit dem Pro-Controller der Splatoon 2 Edition. Nochmal zur... Na, als Beweis. Oh yeah. Ich hatte Glück. Ich habe mir den auf dem Müller geholt. Und ja, da war... Sowas von limitiert, davon gab es nur einen. Und ich hatte sowas Arschglück und ich wollte den unbedingt haben. Okay, das war das so nebenbei gesagt. Okay. ZR zum Schießen, das ist klar. Wir kennen das Tutorial ja schon in- und auswendig. Bewege dich mit L. Alles soweit ganz gut. Lässt sich sehen. Aber ich muss irgendwie eins sagen. Ich weiß nicht warum. Manche können damit spielen, aber ich irgendwie nicht. Irgendwie Bewegungssteuerung mit dem Pro-Controller fühlt sich irgendwie komisch an. Keine Ahnung. Das ist irgendwie, ich muss das danach ausstellen. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Das ist irgendwie komisch so von der Bewegung her. Es ist jetzt auch kein Hate. Das ist jetzt einfach nur so frei meine Meinung, weil Meinungsäußerungen und so nennen sie sowas. Wenn man das nicht akzeptieren kann, dann ja, dann ist es halt so. Aber naja, man kann halt auch noch die Kamera zurücksetzen oder so. Mit der Bewegungssteuerung ist ganz gut, aber wenn man normal mit den Sticks spielt, ist es eigentlich kein Thema. Keine Ahnung. Ich kann nur in Bewegungssteuerung spielen mit einzelnen Joy-Con. Joy-Cons darf man ja nicht sagen, weil es ja nicht ganz korrekt sei. Ja, auf jeden Fall werden wir hier nochmal schön das Tutorial hier geleitet. Wie sonst auch. Ach, ich freue mich einfach, ey. Der Hype ist real. Der Hype ist wirklich real. Ich bin einfach gespannt. Es wird einfach richtig geil. Einfach nur richtig geil. Muss ich jetzt extra... Ah, verdammt. Das ist so ein bisschen... Naja, ein bisschen komisch. Aber gut. Schlüffe mit ZL als Hintenverschluss Gitter. Alles klar. Wir kennen ja schon alles aus dem ersten Teil. Alles kein Thema. Und ja. Ja, mit ZR kann man ja halt die Tinte umfärben. Ist halt alles kein Problem. Wie gesagt, es kennen wir halt schon alles aus dem ersten Teil. Und ja. Es ist einfach wunderschön, endlich mal die Vollversion mal zu haben. Ey, oh, schön. Wirklich einfach nur schön. Aber ich muss wirklich sagen. Sobald das Tutorial beendet ist, muss ich die Bewegungssteuerung ausstellen. Wie gesagt, ich kann das nur mit den einzelnen Joy-Cons. Es geht nicht anders. Tut mir leid.
Ich kann mit der Bewegungsstörung im Pro-Controller nicht umgehen. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht bin ich einfach nur zu doof dazu, aber irgendwie, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber naja, gut. Nur noch ein kleines Stück zum Inkopolis-Platz. Und dann wären wir hier schon. Drücke ZL, um einen Supersprung auszuführen. Das machen wir selbstverständlich. Auf zum Inkopolis-Platz. Yay, toll. Wunderbar. Ladescreens lassen sich sehen. Und hier sehen wir nun den allseits bekannten und beliebten Inkopolis-Platz, wo sämtliche Inklinge sich versammeln. Viele verschiedene. Sehr viele sogar. Wunderbar. Lasset uns endlich anfangen. Wir drücken ZL und ZR und let's go. Und wir sehen wieder Tentacool und Marina. Yahoo! Hey, da sind wir wieder. Zeit für das Neueste aus Inkopolis. Direkt vor Ort am Inkopolis-Platz. Kommen wir zu den aktuellen angesagten Arenen für den Standardkampf. Ist ganz nice. Helmut Akademie, ey. Oh, das ist so schöne Map. Hier wird echt eine Cafeteria unter der Leitung von Schwimmsen gebraucht. Herr Schwimmsen macht die besten frittierten Waffeln und Getüm der Welt. Weiter geht's mit den Arenen für den Rangkampf. Störwert und Molluskebude. Ah, Molluskebude kennt man auch schon. Marina, wie viele Angriffe gibt es wohl an den Wänden dieser Arena? Verlieren wir hier deswegen immer, weil du Angriffe zählst? Aktuelle Arena enthüllt. Es fehlen noch die Arena für Ligakämpfe. Okay, Ligakämpfe ist nichts Besonderes. Es sind einfach nur normale Rangkämpfe, nur mit Freunden. Aber ja, dann gibt es halt nochmal extra mehr für Ligakämpfe. Ist auch schön, ja. Irgendwie wird mir von dieser Arena total komisch im Kopf. Also, wenn dir auch im Magen komisch wird, stell dich bitte in Richtung Gegner. Berg GmbH stellt ein. Werbung. Die Berg GmbH stellt ein. Bewerbt euch. Noch heute? Etwas mehr Enthusiasmus, bitte. Haltet eure Tage fest, denn Marina hat brandheiße Nachrichten für uns. Brandheiße? Ach ja, genau. Yay, der Elektrowels ist mal wieder weg. Herzlichen Glückwunsch. Die Story aus dem ersten Teil, die bekannt vorkommt als die vorherigen etlichen Mario-Spiele. So ähnlich. Von der Struktur her. Gut, ja. Oh nein! Hey, hatten wir das nicht schon mal? Also, Riesenelektro... Lern Deutsch, Junge! Als der Riesenelektrowels ist... weg? Pop Superstar Aioli auch weg. Oh, ach Gottchen. Aber das ist ja nicht alles. Aioli von den Sea Sirens wird auch vermisst. Nein, doch nicht Aioli. Das ist echt übel. Tu doch was, Marina. Was soll ich denn? Ich kann doch auch nichts dran ändern. Ach, was soll's. Die tauchen schon beide wieder auf. Weiter im Programm. Was? Sollte sich nicht mehr auf die Suche machen oder so? Das machen wir schon. So, das war's dann noch wieder. Und denkt dran, ihr seid cool, wir sind Tentacool. Das wissen wir bereits, vor allem du, Marina. Schön. Willkommen auf dem Inkopolis-Platz, dem neuen Herzen der Inkling-Kultur. Das da ist der Dega-Turm, das berühmteste Gebäude am Inkopolis-Platz. Im Erdgeschoss findest du die Lobby für Online-Kämpfe. Hier hätten wir die Aquakartner, das derzeit beliebteste Einkaufszentrum in Inkopolis. Dort bekommst du die coolsten Ausrüstungen und die heißesten Waffen. Allerdings lassen sich die Läden nicht jeden bei sich kaufen. Man muss schon cool genug sein.
Da hinten ist noch so eine komische Baracke. Angeblich bieten die dort irgendwelche Jobs an. Aber das würde ich mir zweimal überlegen. Außer natürlich, wenn du dringend Kohle brauchst. Damit kommen wir zur Inkade, dem angesagtesten Treffpunkt bei den Inklingen. Dort kannst du dich mit Freunden in deiner Nähe zum gemeinsamen Spielen treffen. So, und als nächstes haben wir dann... Huh? Wer ist das denn? Ist das etwa... Nein, das kann nicht sein. Was sollte sie denn hier wollen? Und die Klamotten passen auch nicht. Nee, das muss jemand anders sein. Egal. Sieh dir mal die Lobby an im Degaturm an. Dort kannst du dich direkt in den Kampf stürzen. Das machen wir dann auf jeden Fall. Ich muss das jetzt wirklich ausstellen. Wirklich sorry, aber es geht nicht anders. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. So, ausstellen. Danke. Alles kann ruhig so bleiben. Aber ich habe es am Anfang schon erwähnt. Wir werden es splitten. Wir machen einmal Story und wir machen einmal Online. Wir fangen an mit dem Story-Modus. Perfekt. Wir gehen direkt in die Kanalisation oder was auch immer. Wunderbar auf jeden Fall bis jetzt. Ja, bis jetzt kennen wir ja schon alles aus dem Trailer. Wunderbar. Und da ist sie, Ayoli. Und dann den schönen Soundtrack von Tight Goes Out in einem japanischen Hauch. Oh, das ist so... Das ist so schön. Okay. Die Octarianer kommen. Ein tentakuläres Hallo. Da bist du ja. Schon als ich dich auf dem Platz gesehen habe, wusste ich, dass du auserwählt bist. Du bist jetzt wahrscheinlich voll von den Socken, die echte Limone vor dir zu haben. Beruhig dich, Autogramm gibt's später. Wie, wer ich bin? Na, Limone, die bessere Hälfte der allseits beliebten Sea Sirens? Und kommentiert. Wie, nie gehört? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Aber was soll's. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe was viel Dringendes zu bereden. Ich brauche da etwas deine Hilfe. Hast du mitgekriegt, dass der Riesenelektrowelzwerk ist? Die Energiequelle für den Inkubelesplatz? Dahinter stecken die Octarianer. Wie ich das weiß? Oberflächlich betrachtet sehe ich vielleicht... nur wie ein unfassbar talentierter Popstar aus. Aber in Wahrheit bin ich Nummer 2 der neuen Aquamarine, einer Geheimeinheit von Helden, die die Welt vor den Octarianern rettet. Also wer es bis dahin noch nicht gecheckt hat in Splatoon 1, dass Nummer 2 Limone ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen, aber jetzt wissen wir's. Gut. Ich habe versucht, die Octarianer im Auge zu behalten, aber ich habe immer so viel zu tun. Wenn nur Ayoli da wäre. Jedenfalls, du musst mir helfen, den riesen Elektrowelt zurückzuholen. Was sagst du? Hilfst du mir? Wir starren sie einfach an und sagen einfach nichts, weil wir so geschockt sind, dass wir die SD Limone treffen. Toll. Ich habe kein Nein gehört. Also werte ich das mal als Zustimmung. Damit bist du ab sofort Nummer 4 der neuen Aquamarine. Als Bonus bekommst du einen brandneuen Heldenanzug. Passt ja perfekt. Gut siehst du aus. Nicht schlecht dafür, dass das nur mein alter Anzug ist. Dann kann's ja losgehen. Gehen wir ein paar Octarianer-Tentakel verknoten. Eines noch. Du musst die Geheimzugänge zu den versteckten der Octarianer erst einfärben, bevor du sie betreten kannst. Wunderbar. Sind in der ersten Welt Tentakel vorpusten, okay. Wenn du etwas Auffälliges siehst, probier einfach Tinder ausprobieren. Irgendwie so ähnlich. Ja. Können wir ja gerne machen. Und dann würde ich sagen, für dieses Intro im ersten Part belasten wir es dabei. So ungefähr fast eine Viertelstunde. Na, ja, wird dann eine Viertelstunde sein. Ungefähr. Würde ich sagen, war es das erstmal. Wir fangen dann im zweiten Part an mit Level 1. Und ich muss auf jeden Fall sagen, ich glaube, das wird auch für die kommenden Zonen auch so sein. Die haben gutes Level-Design. Die haben wirklich gutes Level-Design, wenn man so in Splatoon 1 so ein bisschen so bedenkt. Es war eine komplette Welt zur verschiedenen Zone.
und so, aber die hatten kein wirklich das großes Weltendesign, sagen wir es mal so. Aber hier finde ich es sogar besser. Mit dieser Waffe. Ja, ich weiß nicht, ob die so lange bleibt. Auf jeden Fall kann man die hochleveln. Und ja, es gibt. Also auf jeden Fall gibt es für das Schriftrollen. Und ja. Da gibt es noch diese andere Variante oder so, irgendwelche komischen weißen Fischteile oder so. Ich keine Ahnung, wie die jetzt heißen, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Auf jeden Fall ist es dafür da, um die Waffe irgendwie auszurüsten und auch zu erweitern, soweit ich es weiß. Vielleicht rede ich nur Bullshit und ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Und ja, dann würde ich sagen, ich habe übrigens ein kleines Easter Egg herausgefunden, aber das machen wir dann danach, das wird ein bisschen lange dauern. Weil wenn man sie zu oft anquatscht oder so, sagt sie noch was in sich selber. Also sie brabbelt da etwas in sich rein, also was dann grau in Klammern geschrieben steht. Finde ich sogar sehr lustig. Aber ja, das kann man dann schnell im zweiten Part machen. Aber dann würde ich sagen, wenn euch dieser erste Part von Splatoon gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Oh, Abo hab ich schon erwähnt. Ja, easy going. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part von Splatoon im Story-Modus. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. Tschüss.